um als Schule Kinder bestmöglich auf die moderne Welt und ihre Anforderungen vorzubereiten, ist es wichtig, digitale Bildung in den Schulalltag einzubinden. Der 8-Punkte-Plan des Bildungsministeriums folgt dem Ziel der Umsetzung der digitalen Schule. In diesem Video erfahren Sie mehr über die wichtigsten Meilensteine der Geräteinitiative Digitales Lernen. Wie läuft die Umsetzung genau ab? Zu Schulbeginn erhalten Sie Informationen für Schulen und Informationen für Erziehungsberechtigte. Anschließend können Sie die Erziehungsberechtigten über wichtige nächste Schritte informieren. Zum Beispiel darüber, wie die Geräteübergabe, die Bezahlung oder die Befreiung vom Eigenanteil funktionieren wird. Informieren Sie die Erziehungsberechtigten über die allgemeinen Vertragsbedingungen. Bei Fragen verweisen Sie gerne an die Bildungsdirektion oder an den ÖAD. Zeitnah nach Beginn des Schuljahres wird mit der Auslieferung der ersten Geräte begonnen. Sie erfahren den Liefertermin für Ihre Schule in der Regel ca. 2 Wochen vor der Lieferung. Der Lieferant wird Sie zudem vorab über das Zeitfenster informieren. Stellen Sie eine Person zur persönlichen Entgegennahme bereit und verwahren Sie die Geräte anschließend sicher. Sobald die Geräte da sind, nehmen Sie diese in Ihr Gerätemanagementsystem auf. Bei der Einrichtung des Gerätemanagements werden Ihre IT-Kustoden, Kustodinnen und Systembetreuer, Betreuerinnen von Experten, Expertinnen unterstützt. Übergeben Sie die Geräte gemeinsam mit den Übergabeunterlagen an die Schülerinnen und Schüler und dokumentieren Sie die Übergabe. Vereinbaren Sie zusammen mit der Klasse Verhaltensregeln für die Nutzung der digitalen Geräte im Unterricht. Tipps und Beispiele für Verhaltensregeln finden Sie zum Beispiel bei saferinternet.at. Starten Sie die Geräte gemeinsam. Unterstützung und Arbeitsmaterialien für den digitalen Unterricht finden Sie in der Edothek, auf EduTube und auf eEducation. Als Unterstützung beim Einsatz der Geräte im Unterricht finden laufend Fortbildungsangebote der pädagogischen Hochschulen statt. Über digifolio.at können Sie zielgerichtet nach Fortbildungen suchen. Nützen Sie auch die Lectures und Seminare der virtuellen PH und die MOOCs des BMBWF. Bei Digi4School finden Sie digitale Schulbücher. Über das Schulnetzwerk eEducation können Sie sich mit anderen Schulen vernetzen und den Weg zur digitalen Schule gemeinsam beschreiten. Auch der ÖAD stellt regelmäßig Begleitmaßnahmen bereit. Und los kann es mit dem digitalen Unterricht gehen. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team viel Freude und Erfolg.